Test, Test. Oh, fantastisch. Sehr gut. Kriegen wir die Musik noch auf die Ohren vom Spiel? Ich habe gerade Musik gehört. Well, between work and play, it's a wonder I ever set foot out of this place. Perfekt. Hm. Nun, ja, herzlich willkommen. Wir sind bei Walk With Me, unserem virtuellen Spaziergangssegment. Wir fangen heute an mitten in der Vergangenheit. Wie ihr sehen könnt, probieren wir hier gerade Platz zu nehmen und laufen etwas wild in so einer Bar herum. Ja, wir sind mitten im idyllischen Valentine, wo es wenig Stühle gibt, aber gute Stimmung. Man hat ein Bier oder ein anderes Getränk. Und wir begeben uns gleich auf die Suche. Beziehungsweise nicht auf die Suche, sondern na, auf die Suche nach einigen Zutaten für einen Auftrag, den wir ausführen werden. Magst du da ein bisschen mehr zu erzählen, Matt? Ja, wer ist denn dieses Bier eigentlich? Ja, also hi, ich bin Rahel. Ich habe einen wunderschönen Hut auf, den ich gerade vom Boden aufgehoben habe. Da kriegt man bekanntlich die besten Hüte her. Der Barbier guckt mich etwas kritisch an. Ich gehe weg, er urteilt. Ich stelle mich mal zu diesen Leichen, die ich hier nicht hingelegt habe übrigens. Sieht man zum Glück nicht. Und wir haben noch jemand hier in der Runde. Wie bist du denn? Hi, ich bin der Jonas und ich habe mein Outfit selber mitgebracht, tatsächlich. Sehr Obwohl hier an der Wand noch so ein schöner Hut ist. Oh, noch mehr Hüte? Ah, ja. Ich mag meinen mehr. Auch schön. Und wer bist du denn? Die letzte Person am Tisch. Genau, ich stehe dann auch mal auf. Ja, ich bin Matt. Und ich glaube, wir machen uns jetzt gemeinsam auf so eine Tour im Wilden Westen. Und unser Auftrag... Hey, vorsichtig damit bitte. Sorry. Was wir tun sollen, ist nämlich, wir haben einen Auftrag bekommen. Und zwar möchte jemand in einer nächstgelegenen Stadt ein bisschen Essen haben. Er hat eine Essenslieferung bei uns bestellt. Das funktioniert hier leider ein bisschen anders. Funktioniert nicht mit einer App. Die Suppe sollte aber noch warm ankommen, ne? Nach 30 Minuten, sonst geht der Preis zurück. Ja, wir müssen das so schaffen irgendwie. Von daher würde ich sagen, wir verlassen erstmal diesen Laden hier und treten nach draußen. Ist auch ein bisschen tote Hose hier, würde ich sagen, in all den Leichen. Ja, schön. Ja, dafür haben wir nicht selber gesorgt. Oh, noch mehr Leichen. Leichen hier draußen, was ist hier passiert? Mann. Matt, hast du das gemacht? Nee, ich weiß nicht. Na gut, dann sollten wir wahrscheinlich auf der Hut sein. Okay, also wir müssen erstmal das Essen einkaufen, schätze ich. Und hier gibt es einen Laden nebenan. Das ist vermutlich ganz gut. Es wurde nicht genau spezifiziert, was es Essen geben soll, von daher, wir können irgendwas rausbringen. Vielleicht habt ihr ein Lieblingsnahrungsmittel. Also ich finde so eine schöne Suppe. Nach so einem langen Weg in eine andere Stadt. Ich finde Käse auch ganz gut. Die lebendigen Grillen hier sind zerlegen. Was haben wir denn hier so? Gibt es nicht Bohnen? Isst man nicht immer Bohnen? Bohnen ist einfach, oder? Oh, hier ist Mais. Mais finde ich gut. Ich kaufe mal ein bisschen Mais. Können wir Popcorn machen? Können wir hier? Nee, das brauchen wir nicht. Mais ist nice, sagt das Publikum. Ich stimme zu. Okay. Wo ist denn der Mais? Der Mais ist hier drüben. Ja. Ich habe halt schon welchen gekauft. Ja, stand ich doch richtig. Ich dachte, ich gucke ihn mir noch an, bevor du ihn kaufst. Ich meine, du kannst auch noch Mais kaufen. Ich werde dich jetzt nicht davon abhalten, die Maiswirtschaft zu stärken. Ach, vielleicht habe ich einfach nicht richtig... Mais stärken. Nee, doch, ich greife immer das Öl hier an der Seite. Ich greife halt nach dem Öl, nicht nach dem Essen. Aber gut. Hier machen wir ein paar Kekse mit, ne? Für die Reise. Ja, das ist sehr gut. Da freut sich auch mein Pferd. Ich hoffe, eure Pferde haben auch schöne Namen. Oh, noch mehr Mais. Sehr schön. Deins heißt Ferdinand, habe ich schon gesehen. Genau, Ferdinand. Die Vorläufer von Ferdinand waren Upper Loser und Gucci Mane. Aber ich fand Ferdinand einen guten Namen für diese Session. Meins heißt... Wolltest du gerade deinen Pferdenamen sagen? Bitte, ich... Meins gerade heißt Morten, wie der Chauffeur der drei Fragezeichen. Boah, sogar mit Backstory. Und ja, der Charakter in dem Spiel dachte sich, wie die drei Fragezeichen.
Natürlich. Das erste hieß auch Drangsal, weil es... Wisst ihr noch mit den 30 Minuten und Essen muss warm ankommen? Wir haben es ja noch nicht gekocht. Okay, aber habt ihr schon bezahlt? Ja. Ach so, dann können wir ja loslaufen. Ja. Okay. Na gut, hoffentlich freut er sich mit dem Mais. Ich nehme noch ein bisschen Lachs mit. Mais und Lachs. Ja. Das treibt mich jetzt in den Ruin. Ich hoffe, wir kriegen Trinkgeld. Bestimmt. Na guti, auf los geht's los. So. Okay, jetzt geht auch der Chat los. Fantastisch. Sehr gut. Ja, lieber Chat, was sind denn eure besten Pferdenamen? Das... Wirklich? Ich meine, man weiß ja nie, was dem eigenen Pferd hier im Wilden Westen passiert. Ich bin manchmal sehr schlecht darin, mir Namen auszudenken. Von daher... Wo müssen wir das Essen eigentlich hinbringen? Welche Stadt? Wir müssen nach Rhodes, also einmal schön in den Süden. Ich stecke das mal auf der Karte ab. Und dann... das? Aha, ja. Ich habe mir mal einen Marker gesetzt. Ach, riecht ihr das? Frische Morgenluft. Ja, ich liebe es, wenn der Nebel noch so über den Feldern ist. Ja, so eine richtige... So der ganze Rauch an den Klamotten noch aus dieser Bar. Fun day, man. Tag. Ich habe das vorhin auch, glaube ich, extra geübt. Vielleicht kriege ich das noch hin. Wie war das? Nee. Ja, gut, dann nicht. Ich wollte winken. Da habe ich jemanden erschossen vorhin. Das passiert sehr einfach in diesem Spiel, muss man ja sagen. Es braucht jahrelange Übungen, um ein einfaches Emote zu machen, ohne einen Spieler anzugreifen. Nicht so einfach in der Tat. So. Okay, laufen wir hier richtig eigentlich? Ich weiß gar nicht, ich laufe hier jetzt einfach. Ich kann uns tatsächlich, ich könnte uns auch ohne die Karte führen, wenn ihr wollt. Ja, dann ich müsste den Weg noch kennen. Ja. Ich weiß die Himmelsrichtung zumindest und die ungefähren Wege. Oh, dann hast du eine sehr gute Mundskenntnis. Da ist es ja sehr gut, dass wir dich freundlich Fremden hier in der Bar getroffen haben, im Salon getroffen haben. Ja. Der zufällig auch in die Richtung muss. Ja, vielleicht musst du auch eine Suppe vorbeibringen. Das ist ja heutzutage doch häufiger so. Ich habe ein paar Kekse dabei und eine Nachricht. Ein paar Kekse und eine Nachricht, das klingt wie ein Roman. Ja, wie ein schlechter, aber ja. Oder ein guter, also ich möchte jetzt nicht über Romantitel urteilen. Sorry, ja. So, passt das mal nicht in ich bin so lange allein über diese Steppen gelaufen, dass ich es nicht gewohnt bin, dass andere Leute mich reinlaufen. Guck mal, Zug. Zug? Der fährt nicht in unsere Richtung, oder? Nicht ganz. Na gut. Huch, oh Gott. Das war knapp. Oha. Boah, ist ganz schön viel Verkehr morgens. Ich wollte es gerade sagen. Das ist hier gerade Pendelverkehr. Wir haben jetzt schon die ersten Vorschläge für Pferdenamen bekommen, nämlich Sylvester Stallion. Sehr gut. Al Caponi. Ich finde Hüdiger gut. Ich muss sagen, Hüdiger richtig gut. Hoppe und Bojack. Forrest Jump auch sehr gut. Mich würde ja der beste, das sind ja alles so Gag-Namen, aber auch wirklich so der beste Western-Pferdename interessieren. Gibt es so typische Western-Pferdenamen? Ich hatte teilweise an Atreum, glaube ich, auch mal gedacht, das Pferd aus Die unendliche Geschichte, aber das ist natürlich auch kein Western-Name. Ich musste gerade an Apollo 13 denken. Was spielt das Manitou? Bestes Pferd. Was mache ich falsch? Ach, das ist ein Esel. Wir können jetzt hier, glaube ich, sowohl links als auch rechts abbiegen, Leute. Na gut. Wo ist denn die schönere Strecke? Also links sind die weiten Felder, die Prärie, das ist eigentlich ganz nett. Oh ja, dann. Da können wir auch teilweise ein bisschen querfeld eingehen, wenn ihr wollt. Ein bisschen das Wildleben betrachten. Ja, okay. Das klingt doch gut. Vielleicht finden wir noch ein paar Beeren oder andere Sachen. Grizzlybeeren? Himbeeren? Also nicht, oder Brombeeren, sondern... Also Brombeeren, aber nicht Brombeeren. Ich glaube, da müssen wir eher ins Gebirge gehen. Da gibt es dann hauptsächlich Pumas, die einem aus dem Nichts anfallen. Ja gut, vielleicht lieber nicht. Ich hatte jetzt nicht Lust, auf dem Weg zur
zur Suppenlieferung mich prügeln zu müssen. Ich mein, mit einem Puma. Mit einem Puma vor allem. Also ich will mich auch nicht mit euch prügeln, das auch nicht. Ich finde das ja ganz gut eigentlich so. Prügeln? Nee, nicht das Prügeln. Aber so diese Essenslieferanten, dafür sind wir echt langsam unterwegs. Es entschleunigt aber auch diesen ganzen Prozess. Ich stelle mir gerade vor, jemand, der Essen bestellt hat, der jetzt so da sitzt und auf uns wartet, mhm. wir so gemütlich angelaufen kommen und noch darüber philosophieren, was der schönere Weg dahin ist. Ich finde es aber auch gut, dass wir beauftragt wurden, aus einer anderen Stadt irgendwie 4 Dosen Mais zu transportieren, weil die Nachricht muss ja erstmal geschickt werden. Das sind diese Lieferengpässe, also man kennt, die sind universal und die gibt es in jedem Jahrzehnt. Stimmt. Ich muss sagen, dein Pferd macht mich so ein bisschen nervös, Rahel. Das weiß auch nicht genau, wo es hin will. Kannst du es mal ein bisschen führen? Also, machen wir mal. So, Ferdinand. Oh nein, das ist rein. Nein. Wir wollen doch spazieren. Ja. Das ist spannend. Also, die rechte Hand an dem Zügel. Ach, ja. Ja, guck mal, da. Sehr gut. Sehr schön. Das ist schon wirklich sehr idyllisch hier. Ich frage mich auch, ob wir nachher noch einen Sonnenuntergang mitkriegen. Das wäre schon ein... Ich glaube, wenn wir in dem Tempo weiterlaufen, kann das gut möglich sein. Ja, das ist auch ein gutes Der ist auf jeden Fall zu dieser Jahreszeit in diesen Gebieten sehr, sehr schön. Ja. Man muss ja auch sehr viele Dinge mitbedenken, fällt mir gerade ein. Ne? Wenn da Essen bestellt wird, wie ihr schon sagtet, das Telegramm muss erstmal übermittelt werden. Mhm. Oder die Pferdepost. Wie auch immer das funktioniert. Ja, also wie gesagt. Und dann kommt das Essen irgendwann zurück. Also das Essen, was man bestellt, man muss sich schon ziemlich sicher sein, was es dann wird. Und dass man dann darauf einen Tag später immer noch Lust hat. Das stimmt. Das erfordert ein enormes Maß an Weitsicht. Es kann aber auch nur lokales Essen sein. In diesen Zeiten. Ich frage mich ja eh, wie die Suppenlieferungswirtschaft hier ist. Also ob wir die einzigen sind. Ich meine, wir haben ja wie gesagt diesen Auftrag gekriegt. Auch andere das machen. Es ist natürlich ein schönes Pendant zu Auftragsmorden und anderen, etwas unschöneren Tätigkeiten. Ich finde es gut, dass du das Wort Pendant verwendet hast, als ob das absolut gleichwertig wäre, Leute abzumurksen und Mais zu überliefern. Also ich will jetzt nicht sagen, es kommt darauf an, was in der Suppe ist, aber ich sage jetzt mal, es kommt darauf an, was in der Suppe ist. Na, okay. How the sausage is made. Ja. Wir könnten auch Popcorn liefern, wird uns vorgeschlagen. Wir haben genug Mais. Also wenn es mit der Suppe nichts wird, dann können wir sagen... Ja, es ist eingelegt. Ich glaube, das geht nicht so einfach. Wann wurde eigentlich Popcorn erfunden? Wären wir jetzt die Ersten? Also ich habe hier normalen Mais und ich habe Dosenmais. Also wir können schlechtes Popcorn und gutes Popcorn machen. Ich kann mir vorstellen, dass das die Inka schon erfunden haben. Ich meine, kommt doch aus Südamerika. Ich glaube auch. Da vorne ist ein Straßenschild, da können wir mal gucken. Oh, das ist sehr gut. Ich glaube, wir müssen weiter geradeaus gehen, aber sicher. Ja. Ich höre den Zug wieder. Wäre der doch die richtige Richtung gewesen? Wo ist der? Nee, der fährt durchs Gebirge und dann nach sandiges Knie. Ah, da ist er. Einmal winken. Ja, zur Emerald Ranch ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Sehr schön. Boah, Natur- und ortskundig. Also, ich glaube, Matt und ich wären ziemlich aufgeschmissen, wenn wir jetzt mit unseren Zutaten rumirren würden. Oh, Pferde! Vor uns! Guck mal, wir haben ja ein bisschen Infos zu Popcorn bekommen. Oh! Vor 4000 Jahren wurde schon von Indianern genossen. Boah. Ja, die wissen, wie man hier Zelte aufbaut und Popcorn. Nicht schlecht. Da warst du mit deinem Tipp sogar ziemlich nah dran. Naja, Mais kommt ja aus Amerika, Südamerika. Oh nein, was machst du da? Nee, ich hab die freundlichsten Emotes anscheinend noch ausgerüstet. Schlag mich hier, schlag mich ins Gesicht. Wer baut denn hier einen, wer baut einen Kaktus mitten auf die Straße? Wer baut einen Kaktus? Es gibt Kaktusbauer, interessant. Andersrum. Der wurde hier angepflanzt, direkt. Also guck mal, wenn wir die Suppe jetzt nicht oder das Essen nicht heiß liefern und dann unseren Job verlieren, dann können wir immer noch Kaktus bauen. Als Job machen. Das wäre doch auch gut. Ach.
Aber ich finde auch sehr faszinierend, wie weit man hier sehen kann und wie wenig Zivilisation hier überall ist. Das stimmt. Aber guck mal, das ist... Oh, nee. Was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, das ist, glaube ich, sehr förderlich für unseren Lieferdienst, weil dann kann man zumindest in der Ferne schon mal uns ankommen sehen. Langsam vor uns hin trotten. Das ist doch auch ganz nett. Aber gibt es eigentlich befestigte Straßen? Zumindest bei Saint-Denis in die Richtung. Da gibt es das auf jeden Fall mehr. In der größeren Städte. Bei Road hat das so sehr viel roten Sand nicht wirklich befestigt. Ich glaube, Saint-Denis ist da wirklich die Ausnahme. Saint-Denis. Das finde ich dann aber für eine Stadt, die Roads heißt, dass die keine guten Roads hat, finde ich ziemlich schlecht. Ja, alle Wege führen nach Roads. Mhm. Alle Wege und viel Rassismus. Auf jeden Fall. Ich glaube, das sollten Sie nicht in die Werbungsbroschüre reinpacken. Nee, obwohl zu der Zeit sind Sie wahrscheinlich stolz drauf. Aber wir sind, glaube ich, nicht der beste Trupp dafür. Nee, wahrscheinlich nicht. Deswegen liefern wir Suppe. Ich wollte ein bisschen was darüber reden, dass man hier nichts sieht. Das ist ein super spannendes Tool für Videospiele, die ja große Welten darstellen. Oh, mein Charakter sagt gerade, dass er gleich drauf geht. Weil er zu viel geraucht hat, das gibt's ja nicht. Aber dass die... Soll auch nicht so viel rauchen. Ja, nur die Illusion von irgendwie viel darstellen müssen und man dazu halt immer in solche Täler kommt, wo man quasi nach allen Seiten einfach Berge sieht. Aber das ist nur quasi dieses Tal und direkt dahinter ist halt die nächste Stadt. Aber wenn man sie nicht sieht, denkt man, es ist halt hier total frei und so. Entschuldigung. Hallo? Legt ihr euch jetzt gerade mit Leuten an? Ja, ach, die grüßen. Überfallen die jetzt gerade, oder was? Nee, ne? Die haben noch Hallo gesagt. Aber die reiten jetzt weiter. Boah, das hätte jetzt aber auch eskalieren können. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ich schwitze schon gleich hier ein bisschen. Frag mich, ob wir die auslachen können, bis sie uns angreifen. Lass uns das mal nicht. Besser nicht, ne? Das ist nicht gut fürs Geschäft. Nee. Gehen wir weiterhin in die richtige Richtung? Ich möchte mir gar nicht so viele Gedanken machen über diesen Wagen, der jetzt noch hier liegt. Ach doch. Okay. Schau mal kurz auf die Karte. Ich wollte gerade sagen, wir vertrauen ja hier sehr viel in eine nette fremde Person aus einem Saloon. Führst du uns wirklich nach Rhodes? Ja. Wir können ja ein bisschen über den Berg gehen. Und direkt dahinter sollten wir auf die Straße stoßen. Welchen Berg? Diesen Berg? Hier ein bisschen nach Süden. Dann hoffen wir, dass Ferdinand das mitmacht. Wo ist die Sonne? Das ist Mittagssonne, ist schwer zu sagen. Es ist schwer vorstellbar auf jeden Fall, wie in wenigen Jahren diese ganze Natur zwischen den Städten einfach mal weg ist. Das ist auf jeden Fall. Durch so Leute, die hier Lieferungen wie wir machen, damit wir schneller liefern können. Ja, diese Lieferung muss immer schneller werden und dann liefern wir irgendwann nicht nur Suppen, sondern vielleicht auch Kisten und Schuhe und Hüte und was weiß ich. Und dann bauen wir ein ganzes Lieferimperium auf. Wir können uns unseren eigenen Zug kaufen. Und dann fließt einfach so der Profit und dann haben wir ein so großes Imperium, dass wir es nach einem großen Fluss benennen müssen. Zum Beispiel? Unser Lieferdienst, der Mississippi. Irgendwann können wir weiter abgehen. Naja, es gibt ja auch andere große Flüsse wie den Amazonas. Das war zu on the nose. Immer diese Kritiker. Den Chat ausgehen lassen. Hier lässt sich auch sehr gut Lager aufschlagen. Und nachdem es geregnet hat, finden sich hier sehr viele schöne Seen, die sich auch tun im Tal. Ich liebe ja diese ganzen Vorschläge. Auch Krokodilliefersöhne, das könnten wir auch machen in den Sumpf. Also ihr könnt uns alle mal, ihr könnt ja alle euer Vorstellungsgespräch bei uns haben und dann können wir erstmal unseren Suppendienst weiter ausbauen und dann könnt ihr eure ganzen Vorschläge uns da nochmal
näher herantragen und vielleicht kommen wir ins Geschäft. Vielleicht sind wir dann auch in den Bergen und dann sind wir in einer Höhle voller Raubtiere und da könnt ihr das auch mal pitchen. Aber es sind dann eher Pumas und keine Löwen, würde ich mal sagen. Darf mal ein bisschen mit dir. Das Pferd stinkt mir zu sehr. Lass Ferdinand in Ruhe, der kann da nichts für. Ich weiß. Das ist Charakter. Das ist persönlich gemeint. Aber wenn du, solange du mit der rechten Hand rauchst, ist alles okay. Der Wind weht also in die Richtung. Mit der rechten rauche ich vielleicht den Tabak, aber mit der linken kaue ich den Kautabak. Vor uns ist ein Hirsch. Weiß ja auch nicht. Wo ist ein Hirsch? Da, vor uns, auf der Straße. Ach, ist das schön. Doch bestimmt ein Waipiki, oder? Oh Gott, ich bin tierisch nicht ein so gut. Ein Weißwedelhirsch, nein, das ist tatsächlich kein Hirsch. Das erkennst du, wenn du drauf zielst, oder wie? Da sagt das Spiel aber ein. Ja. Ich bin dafür, dass wir was Vegetarisches kochen, möchte das ich mal kurz so anmerken. Ja. Wir haben ja gerade darüber geredet. Habe ich versucht, aber ist tatsächlich in diesen Breitengraden sehr, sehr schwierig, rein vegetarisch zu essen. Ja, ich meine, wir haben ja eben gerade darüber geredet, wie schade es ist, dass die Natur durch die Menschen näher eingeschränkt wird. Und dann können wir ja damit anfangen, etwas Schönes Vegetarisches zu kochen. Zum Beispiel Cajun-Krabbensuppe. Ah, das ist nicht ganz vegetarisch, Cajun. Ne? Cajun-Krabbensuppe. Aus Nola, das wäre doch was. Schmeckt bestimmt sehr sumpfig. Ja, das sieht bisher wirklich sehr entspannt aus. Ich hätte schon fast gedacht, irgendwie, dass es ein bisschen problematischer wird. Wie ist denn das mit euch so? Würdet ihr gerne mal in so eine Zeit zurück, wo es keinerlei Technologie gibt? Puh. Das ist eine gute Frage. Wo man einfach so hin und her läuft. Ich habe das Gefühl, ich bin eine... Also wenn man mich jetzt heutzutage irgendwo in einen Wald aussetzen würde, wäre das nicht gut. Ich glaube, ich bin schon ziemlich abhängig von meinen technischen Gerätschaften und all den Dingen, die das Leben irgendwie einfacher machen. Ich meine, ich glaube, in der Theorie ja, in der Praxis lieber nicht. Aber wenn man mich so einen halben Tag oben auf dem Berg aussetzt und ich kann einfach was Leckeres essen und in die Ferne gucken und mich berieseln lassen... Das finde ich dann nett, aber sonst mehr als das, nicht ganz meins. Ich glaube, so dieses Halbe ist irgendwie schwierig, weil man ist sehr viel gewohnt von unserer modernen Zivilisation, aber wenn man irgendwie zurückgeht, dann wahrscheinlich so, dass man so vollkommen zurückgeht, so komplett Jäger- und Sammlermäßig. Oh, Stinktiere. Ein Hase. Oh, Natur, wie schön. Oh, der Ausblick hier ist aber auch toll. Habe ich auch gerade gedacht. Dahinter dem Wald. Ihr seht da vorne den See, links davon, hinter dem Wald, da ist Rhodes. Ah. Ja, sehr gut. Wenn sich der Weg rot färbt, dann wissen wir, dass wir langsam auf dem gleichen, auf dem richtigen Weg sind. Sehr gut. Ich rufe mal aus Versehen mein Pferd und das ist so treu, dass es aus 1000 Kilometern dann immer rankommt. Morten, das ist nicht deine Zeit, wie Professor Eich schon sagte. Hast du es gerade wieder weggeschickt? Oh. Es hat heute Urlaub und es ist halt so ein Arbeitertier und es kann einfach nicht entspannen, wenn man ihm das nicht irgendwie sagt. Ja, deswegen ist Ferdinand einfach mitgekommen. Der hat sich geweigert, Urlaub zu nehmen. Der wollte dabei sein. Verständlich, ist auch entspannt. Aber ich kann jetzt nicht den ganzen Tag auf Morten aufpassen. Und der drückt sich schon seit Tagen vor seinem Paper, was er schreiben muss. Was machst du mit deinen Pferden? Also Ferdinand, sag das nicht zu laut, sonst kriegt Ferdinand hier noch Ambitionen, dass er irgendwie befördert werden könnte. Ja, die kriegen eine Ausbildung. Also ich werde nur mit den gebildetsten Pferden, ich bin nämlich Schatzsucher. Ich habe tatsächlich ein bisschen Backstory. Ich habe teilweise sehr viele Stunden damit verbracht, hier Schätze aufzutreiben in diesem Spiel, indem ich mir eine Karte genommen habe, wo nur die Orte eingezeichnet sind, aber nicht, wo mein Charakter eingezeichnet ist und mich dann so versucht, an der Karte zu orientieren, wo ich lang muss. Hier haben wir ein Schild. Guck mal hier, rechts nach Rhodes. Das sieht doch richtig aus. Ja, super. Gut, so auf dem rechten Wege.
Ich höre in der Ferne die sanften Klänge eines Liedes über Country Roads. Es ist, als würde es aus... Ist aber nicht Appalachia hier. Es ist nicht Appalachia, aber das kriegen wir schon hin. Ach ja. Das Verrückte ist, dass man jetzt auch ohne diese, also ohne Autos und ohne den vorbeifahrenden Zug, der ab und zu mal kommt natürlich, unglaublich viel von der Natur hört. Ja, das stimmt. Und auch riecht und irgendwie spürt. Ich meine, dann kriegt man ja auch den Wind ab und falls es mal leicht nieselt. Man spürt es auch in den Waden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, besonders bergab, ne? Das ist immer viel anstrengender, als man denkt. Können wir den Chat fragen, wenn ihr euch so eine Auszeit nehmt, wie lange nehmt ihr denn so eine Auszeit? Ist das hier so eine Form von Botschaft, wo man hinfahren würde, um mal so zu entspannen länger? Wie wichtig ist dann, weg von allem mal so zu sein und die Natur richtig zu hören? Kommen wir ein bisschen reflektieren zu. Ich will immer noch das Atmen von dem Rauchen. Aber es ziehen auch schon ein paar Wolken auf, ne? Ich habe das Gefühl, vielleicht regnet es bald. Ja, es wird ein bisschen neblig hier. Wird ein bisschen ungemütlich. Das ist aber normal für diese Breite. Das ist wegen dem See. Da sammeln sich die Wolken immer so drüber, das Wasser. Na, deswegen kommt es ja auch oft runter. Vielleicht können wir baden gehen, nachdem wir unsere Lieferung getätigt haben. Oh, es ist eiskalt um diese Jahreszeit, aber kannst gern versuchen. Ja, erfrischend, das ist doch gut für die Muskeln. Dann sind sie so erschreckt, dass sie nicht wehtun. Habe ich mir sagen lassen. Also ohne Smartphone und Internet maximal 3 Tage. Das ist natürlich interessant, dass wenn man Entspannung sucht und dann quasi raus in die Natur geht, dass die Entspannung dann trotzdem recht schnell aufhört nach 3 Tagen, weil man dann wieder Sehnsucht zurück zur Technologie hat. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die bewusst mal irgendwie eine Woche oder 2 einfach komplett ihre technischen Geräte weglegen und da auch gar nichts mit machen. Aber ich frage mich da dann auch immer, die heutige Welt ist irgendwie so darauf ausgelegt, dass man diese Geräte mit dabei hat. Man braucht das Handy für Online-Banking, man braucht die Corona-Warn-App, man braucht dies, man braucht das. Inwiefern geht das dann heute auch überhaupt, wenn man dann gar nicht jetzt raus in die Wildnis geht und sich dann wirklich eine Woche abschottet? Also ist das überhaupt möglich? Ist halt auch die Frage, was man aus diesen ganzen Apps und aus dem Handy so zieht, ne? Mhm. Ob man es beruflich ist, ist ja auch schon schwieriger, oder hat man viele Leute, mit denen man so Kontakt hat, dann braucht man Social Media eventuell gar nicht. Das stimmt, also vielleicht wäre das alles einfacher, wenn man sich jetzt eine Woche lang dann mit den engsten Freundinnen, mit denen man dann sowieso digital sonst kommunizieren würde, irgendwo zusammen absetzt. Braucht man dann überhaupt das Handy? Also ich merke, dass ich mein Handy seltener benutze, wenn ich analog mit Leuten Zeit verbringe. Ach, shoot. Sorry, jetzt muss ich mich doch mal umziehen bei dem Regen. Also Ferdinand und ich stehen das durch, ne? Ferdinand, das kriegen wir hin. Riecht nasses Pferd eigentlich genauso wie nasser Hund? Kannst du einen Moment warten, du bist so weit voraus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch du bist oder ob ich jetzt irgendjemand anderem hinterher laufe. Nö, ich stehe hier vorne, du kannst ja mal einen Ferdinand schnuppern und sagen, wie er riecht. Oh, jetzt fängt das wirklich an mit Regnen. Ist sehr eklig. Ich stehe mich kurz so unter. I know your type. Rassismus, komm Rhodes näher. Wer kurz die Beine ein bisschen Pause machen möchte, kann sich gerne auf mein Pferd setzen. Oh ja, das. Ich habe ja auch mein Pferd mit, also nach Ferdinand. Ich glaube, dann wird Ferdinand neidisch. Komm mit. Ich muss dem Pferd nur kurz sagen, dass das möglich ist. Ah, wirklich. Ferdinand ist so viel größer als dein Pferd. Oder kommt mir das nur so vor? Oh, ein Fuchs.
Ja, die Pferde haben auf jeden Fall unterschiedliche Größen. Oh. Das scheppert hier aber gerade. Warum machen wir eine Pause mitten auf einer Brücke? Entschuldigung. Mensch. Also, ich hoffe, wir werden gut bezahlt für. Lass mich mal kurz was versuchen. Wenn ich es schaffe, meinen Hut zu verlieren, dann kann ich dir einen Hut geben. Oh, geil. Will mir mal kurz ins Gesicht hauen? Ja, okay. Komm her, dreh dich um. So Kamera wegdrehen. Ist der so festgeklebt oder wie? Ja, ja. Na? Oh, ich weiß nicht. Oh, nein, das ist die Karte. Okay, oh, ich weiß nicht, wie meint ihr? Was macht ihr da? Gar nichts. Wir müssen eine Essenslieferung machen. So funktioniert das mit dem Popcorn nicht, glaube ich. Wo hast du die Maisdose? Bei mir, in der Tasche. Die Brusttasche. Irgendwo schon. Schön vom Herzen. Oh, mein Sammlerinstinkt sagt mir, dass hier in der Nähe was zu finden ist. Hm. Dafür haben wir keine Zeit. Oh. Ich weiß. Aber es juckt mich. Weil vielleicht kriegen wir dann irgendwie so einen frischen Bonus, wenn wir Sachen noch so mit Erde dran liefern. Das war wohl der Wind. Oha, oh, jetzt wird's hier aber staubig. Ich dachte, wir sehen dann irgendwann rote Straßen. Ich weiß nicht, wie die beim Regen, es werden sie wahrscheinlich auch dunkler, ne? Auf jeden Fall staubig und rot. War ein Schuss in den Ofen. Ja. Guck mal, wir können auch nur diese ganze lange Strecke so gut laufen, weil wir gut in Schuss sind. Das ist auch, finde ich, ein spannender Aspekt, wenn man in den Urlaub fährt, um genau solche kleinen Spaziergänge zu machen. Und dann stellt man fest, dass man in der Stadt beständig mit der U-Bahn fährt und gar nicht so lange Strecken laufen kann. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es bei mir andersrum ist, dass ich tatsächlich in der Stadt... So länger du U-Bahn fährst, desto länger kannst du laufen? Nee. Ich gehe tatsächlich ziemlich viel zu Fuß in der Stadt, aber ich kann halt auch kein Fahrrad fahren, ich kann auch kein Auto fahren. Aber reiten. Und ich kann zwar Öffis nehmen. Aber kannst du kein Fahrrad fahren? Oder nee, ich kann das nicht, wortwörtlich. Ich setze mich auf ein Fahrrad und ich falle um. Ah. Nee, du musst auch treten. Genau, du musst nach vorne fahren. Also wenn einer von euch beiden mit mir Tandem fahren will, dann wird das gehen. Dunkel hier. Aber danke. Gern. Vielleicht muss ich mir ein Pferd holen. Vielleicht muss ich mir einen echten Ferdinand holen und dann damit durch die Stadt reiten. Vielleicht ist das Geheimnis, das ich noch nicht freigeschaltet habe. 8 Kilometer, 30 Minuten. Geht das? Mit dem Rad? Das klingt ziemlich lang, ehrlich gesagt. 8 Kilometer, das schafft man doch in unter 30 Minuten. Na, wenn man sprint. Hä? Hä, das ist doch... Das ist... Nee, also... Oder? Nicht zu Fuß. Brauchen Leute nicht irgendwie... Leute, die so richtig gut laufen können? Hey, zu Fuß, so 30 zu Fuß Minuten nicht. Für 5 Kilometer? Radfahren. Ach so, Radfahren. Ja, gut. 8 Kilometer, 30 Minuten. Das klingt lang. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ich finde, dass in der Stadt zu Fuß gehen extrem anstrengend ist, weil eben die Straßen so asphaltiert und hart sind. Und ich glaube, es ist deutlich weniger anstrengend, irgendwie, was weiß ich, 3-4 Stunden durch den Wald zu gehen, als 3-4 Stunden in der Stadt rumzugehen. Mit dem ganzen Starten. Schaut euch den Nebel da vorne an, zwischen den Bäumen. Hm. Oh, das scheppert auch da wieder. Da bin ich aber ganz bei dir. In der Stadt ist es auf jeden Fall anstrengender. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, mich im Wald zu verlaufen. Also ohne Technik jetzt, ne? Also in der Stadt ist das kein Problem. Da gibt es immer Menschen, die man fragen kann. Straßenschilder und all sowas. Wenn ich jetzt hier sowas sehe, das wäre schon... Gut, also hier ist auch schon ein bisschen ausgeschildert, ne? Das geht schon. Aber wenn man so richtig in der Natur ist, dann hilft auch manchmal eine Karte nicht so viel, weil man will da so in die Richtung laufen und plötzlich stellt man fest, huch, ist ein Fluss dazwischen. Oder es geht plötzlich sehr steil ab, weil die Karte kein Höhenprofil hatte. Ja, man braucht einen Kompass und vielleicht kommt man auch nicht wirklich mit dem Kompass klar, weil wer lernt denn heutzutage noch diese ganzen Gerätschaften zu benutzen, die halt früher extrem wichtig waren? Ja, und probiert ihr manchmal diesen Trick, wenn man so im Wald ist, um zu gucken, wo Norden ist?
wo das Moos wächst. Ja, ja, genau. Ist nicht so ja, einfach. Da muss ich immer dran denken, aber ich muss auch immer so über 5 Ebenen hinweg denken. So, nee, das ist Unsinn. Nein, warte, es war Unsinn, dass es Unsinn war. Nein, warte. Und dann ging es irgendwie nach Westen oder nach Norden oder nach Süden. Ja, da spielen mehrere Faktoren da immer mit rein. Ich weiß nur, dass man früher auf diesen Steinen geritten ist. Irgendjemand hat gesagt, das ist ein Puma. Ich hoffe nicht. Muss mir schneller laufen. Auf den Stein geritten? Was? Das ist eine SpongeBob. Ein Puma? Um diese Jahreszeit? In ihrer Küche? Was? Ich glaube, ich bin raus. Was? Ich glaube, es ist SpongeBob, aber ich kenne SpongeBob nur auf Englisch. Nee, Steine reiten ist SpongeBob, ja. Ja, ja. Genau. Die okay. Pioniere damals. Der Puma ist Aurora Borealis. Boah. Oh, und schon wieder Lager. Ich muss gerade dran denken, dass ich wieder Lagerunterhalt zahlen muss. $1, Leute. Da wird man echt arm mit. Mm-hmm. Jeden Tag $1. Stell euch das mal vor, ihr müsst so viel bezahlen für einen Service wie ein Pferd unterstellen. Boah. Tja. Ja, vor allen Dingen, das Pferd ist überhaupt nicht da, im Monat. Das Pferd ist die ganze Zeit bei mir eigentlich. Na guck mal, das ist nämlich 2 Bier im Saloon, ist so viel wie einmal Pferd unterstellen pro Tag. Das ist gut, dass ihr mir die Währung noch mehr erklärt habt, als ich mir ein Bier gekauft hatte. Ganz am Anfang dachte ich, das wären $50. Und ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen, wie teuer ein Bier ist. Das ist 50 Cent gekostet. Ja, ich wollte schon eine ganze Story anfangen, mit wie die Bierpreise eigentlich nach unten gegangen sind im Verlauf der Zeit und dass das ganz gut ist. Ich finde es aber schön, dass du davon ausgegangen bist. Ist eine Menge Geld zu der Zeit. Ich finde es schön, dass du davon ausgegangen bist, dass es $50 gekostet hat und du hast es trotzdem gekauft. Ja. Das heißt, du unterstützt das ja. Das finde ich eigentlich noch viel krasser. Das war halt auch ein Bier. War die Gelegenheit. Dafür muss die Reise aber auch entsprechend einspielen. Ne? Ich finde ja die Sterne. Hier können wir sehen, dass die Straßen gerade runtergebaut sind. Ah, stimmt. Rhodes ist hinter dem nächsten Hügel. Ich habe aber gerade erstmal in den Himmel geguckt, weil also so einen Sternenhimmel, den kriegt man ja heutzutage in der Stadt eigentlich nicht. Und auch auf dem Land in dieser Menge auch nicht mehr wirklich. Kennt komm mal ein bisschen zurück übrigens, du bist viel zu weit vorne. Achso, sorry. Ich bin ja, Ferdinand muss auf Klo, der ist unten, der ist hier eilig. Ach nee, Ferdinand ist weg, okay. Das ja, genau, also ich wollte gerade sagen, der ist ja da. Ja, Mann, ja Mann, Mann. Wer ist denn da? Oh, hallo. Hallo, na? Ja, dann. Voraus mit dir. Ich habe einfach einen schnellen Gang. Das ist in meiner Natur. Ich denke ja noch dran, dass unser Essen warm ankommen muss, ne? Also. Ist das da hinten die Cassiopeia? Das Himmelsweh? Oh, puh, sehen wir hier irgendwo? Ich kann immer nur den großen Wagen erkennen, aber ich weiß gar nicht, ob ich den hier... Die Milchstraße. Also da ist die Milchstraße kann man ganz gut sehen, ja. Habt ihr die Milchstraße mal in echt gesehen? Der Gürtel ist Orion. Was? Habt ihr die Milchstraße mal in echt gesehen, irgendwann in eurem Leben? Ich hab so mal... richtig? Ja, so richtig. Ich war vor einer Weile, habe ich mal an einem See übernachtet. Da konnte man den Sternenhimmel auf jeden Fall sehr, sehr gut sehen. Kann sein, dass ihr auch die Milchstraße gesehen habt. Ich habe mal Sternfotografie in der niedersächsischen Wallapampa gemacht. Da konnte man das auch sehen, aber nur nach sehr langer Belichtungszeit und nicht mit bloßem Auge. Wallapampa? Ja, heißt das nicht so, Wallapampa, wenn da absolut nichts ist? Also, okay, gut. Also, wir werden hier im Chat natürlich berichtigt, das ist korrekt. Wir sind in der Milchstraße. Oh. Deswegen ist das ein bisschen schwer, die Milchstraße zu sehen. Hä? Aber ist das wirklich so? Kann man sie nicht trotzdem sehen, weil sie so groß ist? Das ist doch die Milchstraße. Ja, klar. So, wir stimmen jetzt mal alle ab. Können wir die Milchstraße sehen oder nicht? Das Publikum sagt ja. Restliches Publikum, was sagt ihr? Vielleicht heißt das anders. Ich glaube, ich hatte es mal als Himmelsband gehört. Kann das sein? Ist das ein Begriff? Oder Sternband oder sowas? Aber die Milchstraße heißt doch so, weil es irgendwie nach der griechischen Sage die irgendwie Brustmilch von irgendeiner Göttin ist, die quasi auf dem Himmel verteilt ist. Und deswegen, das sah halt dann so aus und dann wurde es Milchstraße genannt. Das oder? Ist auf jeden Fall unsere Galaxie, die wir hier sehen können. Und das Bild, was wir so von außen von der Milchstraße haben, ist meistens eher die Andromeda-Galaxie. Also ich finde, dafür, dass wir hier im Westen unterwegs sind... Ich wollte auch gerade sagen, haben wir extrem gutes Fachwissen.
Gut, dass dein Pferd promoviert. Ja, wir sind ja nicht umgebildet. Also hier, Astronomie gibt es seit 3000 Jahren. Aber es ist gut, da dass dein Pferd promoviert. Da kommt der nächste Fakt rausgehauen. Ja. Kekse, Mais, Milky Way, alles am Start. Franz Ferdinand finde ich übrigens sehr gut, aber ich möchte bitte nicht, dass irgendjemand mein Pferd erschießt und dann damit einen Krieg startet. Ich meine, wenn jemand mein Pferd erschießt, wäre ich schon sehr wütend, von daher. Naja, aber lieber nicht. Achso, ich bin schon wieder so schnell, ne? Ach, sorry. Ne, alles gut, geht mal. Ach, verdammt, ich habe auswendig den Katalog geöffnet. Erstmal shoppen. Das dauert immer 3 Jahre. Ja, komm, wir warten mal kurz. Hier ist ja auch ganz schön. Machst du da hin? Ja, ruf ihn mal. Ich pfeife auch mit. Oh Gott. Oh. Das war absichtlich. Okay. Habt ihr versucht zu pfeifen? Wir haben gepfiffen. Wir haben gepfiffen. Jetzt stehen auf einmal so viele Pferde hier auch rum. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Komisch. Ja, ich musste mir gerade was Leichteres anziehen. Die Nächte sind so heiß hier im Süden und der Hut hat mir was geschwitzt. Gibt ja sowieso keine Sonne gerade. Also ich habe das Gefühl, Abenteurer sein ist irgendwie ertragreicher als Suppenlieferant, weil ich habe nur ein Set Klamotten. Aber ich habe einen Hut, den ich von einem toten Menschen geklaut habe, weil es auf dem Boden lag. Naja, du musst wissen, ich habe schon viele Leben hinter mir. Ich war schon Kopfgeldjäger, Auftragsmörder. Bitte was? Schatzsucher, okay, das sagst du uns jetzt? Naja, und weißt du, nach einer Weile, und Barbesitzer, und nach einer Weile wird das halt alles einfach ein bisschen langweilig. Da muss man sich nach neuen Sachen sehen. Und das Einzige, was geblieben ist, ist tatsächlich die Liebe zur Natur. Und da hat dieser Job sehr, sehr gut gepasst. Mhm. Matt, ich glaube, wir sollten in Zukunft ein besseres Background-Screening für unsere Mitlieferanten machen. Ich finde das jetzt ein bisschen... Hey, ich habe eine große Fossilsammlung, die ich euch zeigen kann. Gleich hinter diesem Hügel. Mhm. Aha. Das, Habt ihr dieses Licht gesehen? Licht? Welches Licht? Vielleicht habe ich was Falsches gegessen, aber ich dachte, hier ist gerade großes blaues Licht aufgegangen. Hm. Halloween war doch gestern. Nennt sich Mond. Nee, ja. Hm. Oh, ist das schon Rhodes vor uns? Jetzt haben wir ja gar nicht unsere... Nein, Jonas greift uns nicht an. Nee, nee. Alles easy. Ja, die Stadt scheint ja auch sehr ruhig zu sein. Das ist jetzt wohl eine Nachtlieferung an Essen. Der Mitternachtssnack. Ja, der... der halb 2 Uhr morgens Snack. Weißt du noch, in welches Hotel wir liefern sollten? Ja, ich guck mal nach. Wir sollten in. Aha, genau. Ist vielleicht das erste hier? Nee, das tatsächlich unten, was direkt an der Bahn ist. Der Bahn hier, das gelbe Haus? Nee, ist kein Hotel, also ist die Bahn. Genau, aber bei der, sozusagen quasi an der Bahnstrecke ist ein Saloon und da wollten wir hin, weil da der Bekannte des Saloon-Inhabers aus Valentine ist. So, und auf den letzten Metern kann der Chat auf jeden Fall nochmal kurz reinschreiben. Wann ist das letzte Mal gewesen, dass ihr einen Spaziergang gemacht habt, einen richtigen Spaziergang? Das würde mich nochmal interessieren. Ich finde es immer schwierig irgendwie. Ich komme ja gerne von A nach B, aber ich mag so Rundspaziergänge nicht, wo man dann wieder zurückkommen muss irgendwann. Da kommt man nämlich immer nur halb so weit, wie man eigentlich möchte. Das ist dann in der Stadt natürlich praktisch, weil du kannst in eine Richtung sehr lange gehen und dann öffentliche Verkehrsmittel für den Weg zurücknehmen. Ja, stimmt. So, wir müssen, vor 2 Monaten einen See haben wir. Wir müssen auf jeden Fall gleich bei der nächsten Abzweige rechts gehen. See klingt auf jeden Fall sehr gut. Da ist der Gansdorf. Vom Festival zum Imbiss zum Festival. Ich
muss ja aber auch sagen, dass ich Nachtspaziergänge oftmals auch etwas netter finde als Tagspaziergänge. Jetzt mal höre ich den Zug. Hätten wir doch den Zug nehmen können die ganze Zeit, oder wie? Nee, nicht aus der Richtung. Ich kann dir die Karte gleich zeigen. Der Zug fährt leider nicht von Valentine bis hier hindurch. Glaube ich, vielleicht doch. Nagel ich mich drauf fest. Nachtspaziergänge oder Nachtspaziergänge war die Frage. Aber unser Lieferdienst punktet doch damit, dass wir so naturverbunden sind und dass wir keine... Er fährt durch. Genau, dass wir keine maschinellen Lieferwege nutzen. Ja, genau, in diesen Zeiten. Genau, weil sonst muss man nämlich einen Aufpreis zahlen, damit es schneller da ist. Naja, es würde für die Leute funktionieren, wenn sie, weiß nicht, 5000 Dosen Mais kaufen wollen, aber unsere Kunden wollen halt immer nur so 3. Ja, deswegen. Das kostet dann halt $2 für den Mais und ungefähr $500 für die Lieferung. Das finden die voll okay. Was haben wir denn noch in Dänemark? Das klingt ja auch spannend. Spaziergang in Dänemark. Dänemark ist sehr schön. Mhm. Gut, gut. Das ist aber auch nicht ganz so bergig, wie es hier jetzt ist. Machst du da? So, dann sind wir am Ziel angekommen. Kannst du dein Pferd mal bitte hier anbinden? Nein, er ist ein Freigeist. Er tut, was er eigentlich will. Ich finde das nicht okay. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Wir haben dich angeheuert, möchte ich anmerken. Ja, habe ich mich daneben benommen? Nein, das war richtig gut. Einer von uns hat eine halbe Stadt umgebracht und das war nicht ich. Oh, eure Pferde sind vor mir, ich komme gar nicht rein. Du schaffst das. Kriegen sich ein bisschen auf. Kriegst du die Tür auf? Danke. Oh. Einfach hinlaufen. So, das sieht auf jeden Fall schöner aus als die Bar, in der wir angefangen haben. Hier gibt es bestimmt auch einen Tisch, an dem man sich zu dritt setzen kann. Ja, das wär's doch noch. Versuchen wir mal hier. Schön. Oh, nice. Geht nicht. Boah, ich sogar Besteck, guck mal. Ich hab ein Messer und Gabel. Aha. Ach, so. Ach, fein. So, ich würde sagen, das war ein ganz guter Trip bis dahin. Eigentlich haben wir nur einen Stuhl gesucht. Ja, das ist manchmal so. Ja, also herzlichen Dank fürs mit unterwegs sein auf diesem kleinen Spaziergang mit uns. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Erholung gefunden. Konntet ein bisschen reflektieren über die Natur. Und nehmt euch demnächst auch selber vor, einen kleinen Spaziergang zu machen. Ja, vielleicht möchtet ihr jetzt Pferde reiten. Wer weiß, das wäre doch auch mal eine schöne Abwechslung nach 2,5 beziehungsweise bei 3 Jahren Pandemie und größtenteils drinnen sitzen müssen. Ja. Herzlichen Dank an Jonas für die Guidance hier durch die Prärie. Und die ganzen Fun Facts. Das war auf jeden Fall sehr sinnvoll. Gerne. Immer. Und wenn jetzt der nächste Spaziergang bei euch doch ein bisschen zu weit weg ist noch im Kalender, dann kommt ihr einfach morgen wieder um 19 Uhr und dann machen wir einen Spaziergang und reisen ein wenig von hier aus gesehen in die Zukunft. Und machen eigentlich all das, was wir heute gesagt haben, was wir nicht machen, denn wir gehen durch die Welt von GTA 5 online. Und zwar möchten wir zur Arbeit fahren, aber nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und vielleicht möchtet ihr da ja gerne mitkommen. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Es ist, kleiner Spoiler vorweg, man wird von der Polizei getötet, wenn man sein Fahrrad mit in die U-Bahn nimmt. Das ist nur gerecht, würde ich sagen. In Hamburg wird das genauso gemacht. Wie gesagt, ich lebe noch und ich kann kein Fahrrad fahren. Ich finde, das ist ein Zusammenhang, der untersucht werden müsste. Nun, Dinge passieren. Gute. Dann. Ja, oder ich gehe mir jetzt noch ein Bier holen hier und dann kann das Kamerabild gern klingt sehr gut langsam ausfilmen. Oh, ja. Das $50-Bier. You know, I travel from sea to sea in my youth. Drink Bier. So, dann vielleicht stoßen wir nochmal an. Ich muss erstmal ein Bier kaufen. Vergessen. So, wie wir muss ich hinsetzen mit Bier? Ja, hinsetzen. Tatsächlich. Bier. Habt ihr ein Bier? Ja. Ich habe einen Whisky, aber es sieht irgendwie genauso aus. Man kann auch Wasser kaufen, glaube ich. Ich trinke den Whisky so aus der Flasche. So. Und? Na dann, Prost. Prost in die Runde. Chin-chin. X. Ach. X. Tornado, Leute. Ich glaube, die Mechanik ist hier nicht eingebaut.
Doch, du musst nur gedrückt halten. Ja gut, nächstes Mal, nächstes Mal. Falls wir wieder einen Suppenauftrag kriegen, nehmen wir dich gerne mit, Jonas. Falls du noch weitere Jobs brauchst. Ich habe gehört, wir müssen in ungefähr 300 Jahren nochmal los. Ja, das kann natürlich gut sein. Dann sehen wir dich in der Zukunft. Und an alle, die zuhören, zugucken und gerade vor Ort mit dabei sind, hoffentlich sehen wir uns auch heute noch wieder, beziehungsweise den Rest der Woche über. Und wir sagen vielen Dank fürs mit uns spazieren. Tschüss. 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 Told me Jasper's been seeing the ghost of his kid around town lately. Poor deranged fellow.